Wir haben erfahren, dass einer unserer Schüler mit seiner Bekannten. Ja, bei Ihnen abgestiegen ist unter den falschen Namen Walter und Evelyn Stein. Ja, die Herrschaften wohnen bei uns. Wie ich Ihnen schon sagte, ist der junge Mann ein Zögling unseres Instituts und wir haben die Verantwortung für ihn. Er hat uns vorübergehend vortäuschen können, er sei entführt worden. Entführt? Ja, schrecklich. Und jetzt sagen Sie, er ist nicht da? Nein, er ist nicht da. Abgereist? Nein, ich muss sehr bedauern. Die Herrschaften sind für einige Tage nach Wien gefahren, zum Opernball. Danach wollten sie allerdings hierher zurück. Hören Sie, Sie müssen uns sofort telefonisch verständigen, wenn die beiden ins Hotel zurückkommen. Berghof Stiersee? Ja, die Herrschaften wohnen bei uns, sind aber vorübergehend nicht erreichbar. Wie war Ihr Name, gnädige Frau? Inwiefern tut das nichts zur Sache? Monika, hol mir doch bitte einen Kaffee. Was? Na los. Wie bitte? Und was bieten Sie mir dafür? 5000. Warum soll ich denn das Internat nicht gleich benachrichtigen? Herr Josef, den Schlüssel? Ah, schon zurück. War's in Wien? Ja, schön. Ja. Danke. Schicken Sie uns ins Zimmer, Kinder. Ja, sofort.